Multiple Sklerose, da fragt man ja immer, was die Grundlage ist. Die Ursache kennen wir nicht, aber das Krankheitsbild ist typisch bei jüngeren Erwachsenen, sehr viel häufiger bei Frauen. Betroffen sind die verschiedensten Anteile des zentralen Nervensystems, das heißt Gehirn, Rückenmark. Zugrunde liegt immer ein Entzündungsprozess an verschiedenen Stellen, drum multiple. Und je nachdem, wo diese multiplen Herde liegen im Nervensystem, kommt es zu unterschiedlichen Auswirkungen. Das können Lähmungen sein, Gefühlsstörungen, Sehstörungen, Blasenstörungen. Ein ganzes Spektrum von Ausfällen, die durch diese Entzündungen bedingt sind. Die MS ist im engeren Sinne keine vererbbare Krankheit. Allerdings muss man sagen, dass eine gewisse Veranlagung mitvererbt wird. Das heißt, dass ein Kind von Eltern, wo ein Elternteil eine MS hat, ein Risiko hat, im Leben an einer MS erkranken von ca. 2-4%. Das bedeutet auch, dass 96-97% der Kinder kein Risiko haben, eine MS zu kriegen, wenn Vater oder Mutter an MS erkrankt ist. Wir rechnen damit, dass in der Schweiz etwa 10.000 Menschen von MS betroffen sind. Leider kann der Einzelne sein MS-Risiko nicht minimieren durch einen aktiven eigenen Beitrag. Die Diagnose der MS gründet sich vor allem nach wie vor darauf, dass man die Geschichte der Patienten richtig erheben kann, also die Anamnese. Als zweites dann immer die klinische Untersuchung, wo man eben überprüft, wie die Funktionen im motorischen, im sensiblen Bereich sind, aber auch im psychischen Bereich, beim Sehen, bei der Blase. Und dann gibt es Hilfsuntersuchungen, die sehr wohl dazu beitragen, die Diagnose zu sichern. Vor allem die Magnetresonanztomographie, also die Untersuchung sogenannt in der Röhre, wo man diese Entzündungsherde im Gehirn oder Rückenmark nachweisen kann. Dann die Liquoruntersuchung, die Untersuchung des Nervenwassers im Gehirn und Rückenmark, wo man Entzündungszeichen findet. Oder elektrophysiologisch, wo die Leitfähigkeit bzw. die Einschränkung der Leitgeschwindigkeit gemessen werden kann. Hier werden Medikamente eingesetzt, prophylaktisch, damit die Krankheit langsamer, milder verläuft, im Idealfall sogar zu keiner Behinderung führt. Dann gibt es noch die Schubtherapie mit hochdosiertem Cortison bei einem akuten Problem und schließlich die Therapie von Problemen, die MS-Schübe hinterlassen haben, die sogenannte symptomatische Therapie. Typischerweise bilden sich diese neurologischen Ausfälle, wie wir sie nennen, wieder zurück. Man spricht dann von einem Schub, aber nach langer Krankheitsdauer können auch Zustände zurückbleiben, die den Patienten einschränken. Und darum ist diese Arzt-Patienten-Beziehung und die Beziehung von Betroffenen mit Therapeuten ganz besonders wichtig.